So schön nach deinem alle in euch Freund, wie in dem Rindal wohnen und wie unsere Bundesstrich sind. Aber jetzt auf dieser Seite sind oder auf der anderen, begleiten wir euch bis am 11. Und bis am 10:30 waren wir von guten Sachen reden mit der Brigitte Mo. Guten Morgen, Brigitte. Guten Morgen, Simon. Es gibt schon etwas auf die vier Teile. Ja, ja. Ganz einfach. Okay, gewöhnlich. Nein, no, okay, gewöhnlich. Eine gute Idee, wie ja. Ich komme ist von ihrem Sohn? Also, es ist nicht direkt vom Thomas, aber von seinem Chef, wo in Straßburg schafft, à la table d'Edouard, das heißt beim Arznair, Foie Gras Arznair. Das ist bekannt für ganze Leben ja. Und die machen Champignon drunter, ja. Steinpilz. Das waren wir entdecken bis am 10:30 ein Rezept, das wir entdeckt auf unserem Site Internet, francebleuelsass.fr. Für das alles zu teilen, haben wir natürlich die Begleitung vom Technicien, das ist der Alain, wie du ist, wie macht das alles rollt. Und es ist Elisabeth, wie am Standard ist, wo wir keine Austausche anrufen, egal wann ihr das erwähnt, sind ihr willkommen. 03 88 25 12 12, das ist unser Nummer für uns zu erreichen. Vom Grand Ballon bis auf den Feldberg, das ist France Bleu Elsass. Voilà, jetzt sind wir los. Erkenne ich dich? Ich höre, was du denkst. Ich weiß, was du fühlst. Ich weiß, was dich festhält, was dich trägt und zerbricht. Will dich bewahren, nach außen tragen.
Ich sehe nur dich, ist gesungen worden von der Maria Voskana auf France Bleu Elsass. Da wollen wir unsere Güterrezepte teilen, zum Morgen zwischen 10 und 10:30. Mit der Brigitte Mog machen wir jetzt Tirin von ganzen Lever. Und da kommen Steinpilz drunter und auch noch Porto. Das alles wird uns jetzt erklärt. Wir werden schon sagen, was wir alles brüchen. Und es ist für 10 Personen, sogar ein bisschen mehr, Brigitte. Ja, oui. Man kann, es gibt auch eine schöne Tirin, gell? Gar kein Problem. Und ich nehme an, Lever anstatt ganze Lever? Ja. Und ich sie lieber? Ich habe sie lieber, ja. Ja, und was ist vielmals besser zu schaffen? Ich finde mal, ja. Sie. Und après, der Thomas hat mir als immer, es ist besser mit der ganzen Lever. Sie ist schon teurer, raffiner, sagt ja, man. Voilà, voilà. Aber die andere Lever hat Geschmack. He? Ja, hoppa, ich habe alle zwei Garen, aber doch lieber andere Lever als wie ganze Lever. Und auch sein Chef macht es auch mit andere Lever. Und wie viel Gramm nehmen wir? Also, da brauchst du 400 Gramm, das ist ungefähr ein Lob. 400 Gramm, voilà. Ja, es scheint eine kleine Zahl zu sein, aber eigentlich schneiden wir sie ja in breite Tranchen. Nein, ganz fine in feine Tranchen geschnitten. Ja. Und dann brauchst du 150 Gramm Steinpilze. Frische? Frische oder 40 Gramm ausgetriegelte. Ah ja. Und die müssen wir noch aufweichen lassen, im Wasser. Gell, im Wasser, ja. Und dann brauchst du Reduktion de Porto. Also, da schreibt er 5 Centiliter Reduktion. Das heißt, da brauchst du mindestens ein Viertel Liter Porto, wo wir noch als Sirup auskochen. Ach, so viel am Anfang. Ja. Ein Viertel Liter ja. Also. Ja. Ja, ein Viertel Liter wie eingekocht, bis hast du ja. Nur noch eine Suppe liefert. Ja, voilà, voilà. Das ist mhm. Ganz wenig. Ja. Der ist noch fast wie Sirup. Wenn ja, man voilà, genau. Ist, ja. Genau. Also, mhm. Ein Viertel Liter Porto noch und schon haben wir alles. Und dann brauchst du Salz, also Arnamt Holz in die Selbstmischung, die beim Ortsner verkauft wird. Das ist ein ganzer Melange, Epis, Salz und Pfeffer. Ja, voilà. Sehr speziell, Foie gras spezieller ja. Salz. Ja. Die Mischung findet man bei verschiedenen Orten. Jeder, ja. Hat seine Spezialität. Jeder hat seine Spezialität. Bon, ob mit dem, dass es bei Ihnen ist, nehmen Sie halt eher Selbstsalz. Mhm. Und dann brauchst du ein bisschen ganze Fett noch, Endefett, pardon. Und für dann die Tranchen noch ein bisschen anzuschmelzen. Anzuschmelzen, dann macht Brot. Das alles ist außergewöhnlich, das Rezept. Mhm. Es ist eben so, wie man es noch nie gemacht hat. Nein, ich habe es auch noch nie so gemacht. Man macht das Escalope-Schnitzel ja, von voilà, ganzen Lever, wie man ein Brot auch warm isst. Aber ja. Es soll noch kalt werden und es brasse ja. In den Tirin. Mhm. Das alles, Mensch, ist das Abenteuer, wenn wir durchlaufen. Auf franceblelsass.fr bis am 10:30. Und ihr könnt uns duschen. Es gibt wie immer eine Kochbücher zu gewinnen. Und heute Möglichkeit für mitzumachen am Freitag an der Verlosung von 2 Eintritt für den Europapark. Wow, das ist ein schönes Geschenk. Dafür muss ich noch eure Idee bringen. Was machen ihr mit der ganzen Lever? Welche Idee könnt ihr noch teilen mit uns? Genieren euch nicht, ihr seid willkommen am 03:88:25:12:12. Das Rezept geht wieder schön 3,5 Minuten. Vorher genießen wir ein Lied von unserem französischen Tenor, der Vincent Niclot. Miteinander kochen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. France Bleu Elsass. J'entends ta voix, mon sang qui bat et roule dans mes veines. Je sens tes bras tout autour de moi qui m'enlacent et m'enchaînent. Ta peau douce et hautaine, oh, pourquoi tu me tords? Tu me jettes un sort et me mets à genoux à m'en rendre fou. Oh, pourquoi dans mon corps ta flamme qui me mord? Le cœur à petit feu, j'ai accepté le jeu. En sous le phare de ton
patience. Oh, pourquoi tu m'ignores? Tu fuis le décor que j'invente partout. J'invente pour nous. Oh, mettons-nous d'accord. Réglons nos efforts sur le même pas de deux. Acceptes-tu le jeu? Allons à l'essentiel, nos corps sont faits pour ça. Sous les braises et le sel, quand nos deux peaux s'appellent, il faut faire le bon choix, et je veux le faire avec toi. Qu'est-ce qui sera le plus fort? El fuego de l'amour. Was am stärksten ist, das ist das Feuer von der Liebe. Das ist noch, was ich kann verstehen vom Spanischen. Das Lied ist gesungen worden von Vincent Niclot. Und jetzt kommen wir zurück an unsere ganze Lover. Auf ist ein ganze Lover. Es ist eine Lover, wie wir benutzen. Von einer gestopften Hand. Für schon ein gutes Rezept zu bieten auf die vier Teile. Und die sind mit Steinpilz gemacht. Und auf eine spezielle Art. Ihr macht immer eure ganze Lover oder andere Lover selber. Ja. Auf die vier Teile. Und das ist immer ein bisschen kompliziert, die Nachfle rausholen. Ja, das ist das? Und was nehmen wir noch? Ein Masserle, ein Spätzisch oder ein Pinsa épilé? Ich nehme ein Masserle. Mhm. Und wenn man es gut ankriegt, bringt man es ganz raus, gut raus. Also der Lob ist immer ein Zwei, wo man noch aufmacht. Auf einer Seite hat man gerade so Ort eine große Nerv, die ist gerade so Ort Y, die geht ganz von außen raus. Die kann man gut rausziehen. Aber nur auf der anderen Seite sind viel mehr und es ist ein bisschen schwieriger. Du kannst man sich verweilen, nur dann ja. Das ist so klein. Ja. Es ist wie so ein Netz, wie man raus muss finden. Genau. Ja. Da, wo man sie los, natürlich, der Geschmack ist nicht schlecht, wo man sie drinnen los, aber es ist nicht gerade schön. Es ist nicht schön und noch harter, wenn man es gekocht ist und wenn man es isst, sieht es nicht schön aus und hat mehr Dorafer, eine Tranche zu schneiden. Wenn man sie schneidet, geht nur die Nachfle mit und nur macht es keine Tranche mehr. Und es macht auch die rote, so rote Flaggen, Blütflaggen, wie nicht schön sind, so kleine. Genau. Jetzt, ihr macht alles sorgfältig, die Brigitte, ihr bringt Zeiter rum und zieht alles gut raus, putzen das alles. Manche lernen als die Lever sogar noch in die Milch, machen ihr das auch? Nein, das machen wir nicht, das bräuchte man nicht machen. Das mache ich nicht, Und dann haben wir den Salz. Den dann, Salz noch nicht gleich? Ja, noch wird es. Also, man putzt ihn und dann schneidet man gleich Escalope, so Tranchen, so 1,5 cm dick. Und dann müssen wir sie heben und rieben salzen. Und dann lässt man sie eine ganze Nacht rühren. Wie heißt das Salz? Im frischen. Zeit? Ja, voilà. Ja, eine ganze Nacht gesalzen. Ja. Und was ich mache, ich mache es noch auf den Teller, Hefe und Rive gesalzen. Und ich mache noch Papier drüber, Papier Cello, wie man sagt, gell? Dass nicht im ganzen Frigidär schmeckt. Und auch nicht, dass die Lover vielleicht war, wo man Frigidär hat, dass das annimmt. Papier Cello, das ist Papier, Filmpapier kann man einfach benutzen. Voilà. Und dann müsste also die Lover, die rühren jetzt, gesalzen, bis der andere dort. Da hat man noch Zeit für den Porto englucken. Ja. Ohne Deckel lassen wir ihn kommen. Ja, oui. Aber Gott, doch aufpassen, wenn es angeht, kann es ganz schnell verbrennen. Noch.
Man ja. muss es darauf passen, was man macht. Am Ende dann ist Zucker da in dem, im ja. Porto mhm. und am Anfang ganz wenig übrig bleibt, ja. kurz noch zuerst Karamell danke ja. und nachher und schwarz. Kann es verbrennen, ja. Ah ja, mhm. also für das Loinkor, wenn man es klein hat stehen, müssen wir doch so 10 Minuten ungefähr. Oh, länger, ja, länger, da brauchst du eine gute halbe Stunde, eine Viertelstunde. Ah ja, dann ist doch ein Viertelzeit dran ja. gesehen. Ja, voilà. Natürlich, das ist dann so konzentriert am Ende, wie wir es gar nicht stark mischen. Ja, aber ganz gut. Ah ja, nur freue ich mich, wie wir das auch noch machen. Also das ist jetzt im Inkor, was machen wir noch, Brigitte? Und nachher müssen wir halt unsere Steinpilze putzen, gell? Und schönen Lamellen schneiden auch. Und die macht man noch ein bisschen in die Pfanne. Lass ein bisschen anbreiteln in die Pfanne mit der ganzen Erfahrung, nicht ganzen Ende. Mit dem Endefett, ja. Voilà. Natürlich machen wir kein Peterle an die Steinpilze. Kein Gnevli, das wäre schon, das wäre zu storiger Geschmack. Salz und Pfeffer. Gerade Salz und Pfeffer. Voilà. Genau. Und so ein Anbrot. Und wenn man jetzt zum Beispiel getriegelte nimmt, die lässt man dann die müssen wir aufweichen. Ja. Und so noch ein Anbrot. Man kann auch, ja, ein bisschen. Aber es ist nicht unbedingt notwendig, aber ich mache es durch. Ihr macht es so. Und noch der andere Tag, bei der anderen Tag waren wir selber noch, was wir machen. Wir wollen jetzt ein bisschen eine Pause machen. Ihr könnt euch ein bisschen schon nachdenken, wie man das alles kann machen noch. Ihr könnt uns auch ihre Idee bringen von der Andelever, gestopft End oder von einer gestopften Gans, wie wir es machen. Ihr seid immer willkommen, für eure Idee zu teilen am 0388 25 12 12. Und in 3 Minuten mit der Brigitte Mogi, unsere Gast ist bis um 10:30, teilen wir das Rezept. In 3 Minuten geht es wieder. Schnurr am Lied gesungen vom Luc Le Menu. Besser bekannt als Sänger unter dem Namen Mr. Lucky, wie mitgemacht hat an unserer Wettbewerbsstimme. Da wollen wir uns wieder, einschreiben. Für das dritte Mal. Es ist der 3. Monat November, als wir uns einschreiben. Auf unserem Site Internet finden wir uns Auskunft für das zu machen. Es ist ganz einfach. Tippen und noch schauen schon, wie leicht das ist. Für mitzumachen, so wie damals der Luc Le Menu, wie jetzt das Lied singt, wunderbare Welt. Mit Nander und mit Simon ist noch schöner auf France Bleu Elsass. France Bleu Elsass. So grün und meine Rose so schön. Du und ich und auch noch Glied und ich Sommer so gern. Was für eine wunderbare Welt. Der Himmel so blöd, so weit und breit, und noch Dunkelheit geht auf ein neuer Tag, und ich schaue mir so gern. Was für eine wunderbare Welt.
Der Luc Le Menu hat gesungen und wir haben unsere ganze Andelaverlohnrühe ganz in Ordnung. Wir haben unsere Sirup schon, der die Viertelsliter Porto wie inkort ist. Und wir haben unsere Foie Gras, wie schon geschnitten ist, schon vorher in Tranchen. Jetzt Achtung, jetzt müssen wir das alles. Und wir haben schon Champignon, wie angeboten sind, die Schwammel angeboten, die Steinpilz. Jetzt kommt es dran für den Foie Gras Brot, die ganze Laver. Ja, also dann nimmt man halt die Tranche, gell, und es nimmt nicht gern, du brauchst mir nicht mal nicht keine Fadenpfanne zu machen, gell, wenn die Pfanne muss gut warm sein, und wenn man die Tranche Laver nicht macht, kommt das Fad von ganz alleine raus, brauchst du mir nicht. Also geht hier und drüber ungefähr eine Minute hein, auf jeder Seite, es ist bloß da, dass die Laver ein bisschen Farbe kriegt. Machen noch da ein bisschen an der Fadening in der Pfanne? Nein, gar nichts. Man braucht gar nicht gar fürs Anbraten. Besonders wenn man eine Pfanne nimmt, die nicht anhängt. Ja, voilà, eine Pfanne, die nicht anhängt und gut warm lohnt, ob man die Laver nicht macht. Und dann geht es von der Land. No, wie lange braten wir sie noch an auf jeder Seite? Ja, kümmer Minute. Hein, geht ein bisschen vor, das ein bisschen vorpät, hein, mehr nicht. Hein. Dann mache ich als viel mehr Angst. Und es ist schon passiert, dass wenn man so eine Tranche, ein Schnitzel anbraten, von der an der Lava, dass es zu fett wird. Es wird fett und sie verläuft sogar, gell, wenn man sie zu lang lässt. Auf einmal hat man nichts mehr, ist es ganz verlaufen. Ja, und manchmal geht man auch auf getriebene Laver, wie zu viel getrieben sind. Also das alles so. Einfach. Und das ist natürlich furchtbar, wenn man die Laver so teuer bezahlt hat und nicht noch Fett in der Pfanne. Ist doch etwas schräg. Aber das passiert uns nicht. Nein, no, wir passen auf. Besonders mit der anderen Laver passiert es weniger als mit der ganzen Laver, finde ich. Nur ist das Angebot, da kommen wir nicht so auf jeder Seite, Brot nach Sonne. Ja. Und noch, lohnt noch etwas abtropfen? Dann macht man es auf Papier absorbent. Gell? Auf Papier, für das Fett noch in Fett ins Papier in geht. Zeit, das, wenn ihr Fett dran ist, gell? So zwei, drei Minuten. Und noch macht man es in der Terrine so kuschelweise. Und alles wird geteilt. Zuerst fangen wir an mit der Laver. Ja, und dann macht man Champignon, und nochmal Laver, nochmal Champignon. Das macht man dreimal. Dreimal? Ja. Bis das man so fertig ist. Voilà. Und dann pusht man nichts mehr, den paar offen machen, nichts mehr kochen, nichts mehr machen? Das wird noch geht von der Landstief. Man muss es ein paar Stunden stehen lohnt, oder? Gell? Ich mache es erst. Aber was wir auch machen müssen, wenn wir die Terrine machen, gut pressen, hein, dass es gut zusammengeht, dass wir es nachher schneiden, dass es zusammenhebt. Wir machen noch Gewichte drauf, oder fürs Pressen, meinen wir? Oder kriegen wir drauf mit der Hand? Mit der Hand. Mit der Hand lang. Und dann kommt es ins Kiel. Und ins Kiel mindestens 10 Stunden. 10 Stunden, Und ich was ich also am liebsten habe, ist los, Mensch, es ist egal, wie ich meine Foie Gras mache. Ich lasse nämlich ungefähr 3 Tage genießen. 3 Tage? Mindestens. Viele machen das, man sagt, er ist viel besser, wenn er Zeit hat für Rühe. Für 10 und für Rühe. Wir machen es 3 Tage, manche lassen es sogar länger. Ja. Und voilà, und auch waren wir selber, wie man das serviert, was man dazu noch servieren kann. Mit der Brigitte Moog, wir sind ganz feierlich eingestellt, schon an dem 21. November auf FranceBleuElsace.fr. Da teilen wir die Rezepte auf FranceBleuElsace. Da sind wir Themen, da bringen wir ihre Ideen und da bringen wir unsere Rezepte auf unserem Site Internet. Da können wir sie dann lesen, auf Französisch geschrieben. Miteinander und mit Simone ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Es geht los, offiziell für alle Weihnachtsmärkte im ganzen Rindol. Zum Beispiel, da gibt es einen an dem Wochenende in Morkelze. Und er ist ein bisschen speziell, er schmeckt gut nach Elsass, aber es schmeckt nach Périgord. Er gibt ein Marché Périgourdin, da werden wir davon reden um 3:15 mit unserem Gast auf FranceBleuElsass.fr. Armand, welche Sternzeichen sind dran momentan? Wir haben unsere sparsame Jungfrau, eine elegante Voi und ein begeisterter Skorpion. Und natürlich alle 12 Sternzeichen kommen dran. Sowieso, auch von France Bleu Elsace, vom Mandy bis zum Freitag, am Morgen 10 bis 8, 10 bis 10 und mit euch 15:45 und wenn ihr Lust habt, ganz Nacht. Auf FranceBleuElsace.fr. Sowieso. France Bleu Elsace. France Bleu.
Unsere Terrine von Andelaver, die steht als Sommermünzeloch, wenn ich das 10 Stunden, wenn nicht 3 Tage, so meinst Brigitte. Und nur noch auch für sie zu genießen, waren die Tranchen geschnitten. Wie breit machen ihre Tranchen? Ja, schon ungefähr 1 Zentimeter. 1 Zentimeter. Wie ein anderer Foie Gras. Und noch eine Gelée traditionelle mit Porto? Oder was Gelée, Gelée Porto. Oder, es gibt auch Gelée vom Gewürzfrau-Männer, passt ganz gut dazu. Oder ich habe als gerne ein Hai. Gelée de foin. Mit ja. Heu gemacht. Das ja, ist auch im Originalnamen ja. Noch traditionell Heu. Ja, voilà. Wie nicht gespritzt ist, noch nicht gespritzt ist. Voilà, genau. Und da mache ich eine Reduktion, Sirup davon. Und noch Haarwurzels Gelée gekocht. Ah ja, ein Sirup, nur müssen es lang inkorn. Ja, ja, ja. Und nun noch kommt Gelatine drunter, ja, aus dem Gelier. Aus dem Gelier, ja. Ah, das ist original. Wir haben mit ihrer Kollegin, mit der Françoise Reingold, ja. Vor kurzem eine Chutney gemacht. Chutney, mit Äpfel. War da gut, Chutney. Ja. Ja. Und gestern haben wir ein Hützelbrot gerichtet, das ist ein Bierwege. Ja. Und die Bäckerin, wie mit uns ist, gesehen, Marguerite Wörli, hat gesagt, dass es sehr gut am Foie Gras ja, genau. Ja. Oh, und ich mache also gerne entweder man kann gesalzener Kühlopf ein bisschen in der Grippe machen oder unter dem Grill ein paar Räufele, was da gut dazu. Oder gesalzene Brioche oder Labküre. Das ist schon gut. Labküre passt euch. Ja. Und der gesalzene Kühlopf, wie ich gesagt habe, ich habe euch schon einmal gezuckert. Da geht mit Stückchen Feige drin. Ja. Und die Feige passen euch sehr gut. Auch, ja. Ich denke mir sogar, dass in dem Rezept, wo wir am Platz von den Steinpilz Feige nehmen, das sitzen, das soll ich nicht sehen. Ja, wahrscheinlich, ja. Das soll ich noch gut. Kinder sehen, voilà, ja. Hüfe Ideen, ja. Die wir uns jetzt gebraucht haben. Und jetzt hatten wir gerade Hunger. Und kennt ihr schon ein Stückchen von der Andelaver? Wie serviert dort mit Steinpilz? Also schon ein bisschen verdoxet, das hat uns geschmeckt. Also gehen auf unserer Seite Internet francebleuelsass.fr, da wollen wir uns hören jetzt, da wollen wir uns euch kennenlernen und da wollen wir euch das Rezept finden von der Brigitte Moog. Ich wünsche Ihnen einen sehr schönen Tag, Brigitte. Merci, Simon. Gleichfalls. Eine angenehme Woche noch und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Rezept. Ja, alles Gute noch. Das Elsass ist Bitscherland, Mosel, Baden und Württemberg. Das ist France Bleu Elsass.